sehen, was wir hier haben. Das ist eine Gruft. Eine Gruft? Hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Hohoho, da sind sie ja alle. Jesus, dies Mast zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. Lampe. Hey, Smokey, ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Das ist doch mal was. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Hey, na bitte. Ich glaube, das stimmt. Das sieht gut aus. Ich glaube, das ist falsch. Nathan, geschafft! Du hast es! Okay, probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falscher Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Ray. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Müssen wir durch. Okay, mir nach. Unfassbar, dass er überlebt. Sie hat ihn wohl aus einem Fenster im fünften Stock geworfen. Und er hat überlebt. Mann, er sollte drei Kreuze machen. Die Auktion war voll bewacht. Nicht von Shoreline. Nicht von unseren Jungs. Ich sage ja nur, wir sollten die Kerle nicht unterschätzen. Aber wir sollten sie auch nicht übermäßig fürchten. Hier drüben, ich hab sie!
Ich hab einen für dich, Nathan! Ich beweg mich außen rum! Halt unsere Ziele! Okay, wir haben sie abgehängt. Sam. Schon dabei. Los. Dir? Toll. Ich hätte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie, was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Wow. Direkt unterm Hochkreuz. Ziemlich spektakulär. Da will Avery uns sehen. Tja, was Avery will, bekommt er auch. Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh, Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Höre sie. Sie sind hier drin! Oh, shit. Diesen Kerlen kann man wohl nicht entkommen. Ja, und näher an der Kathedrale werden es noch mehr. Na los, komm, ich helfe dir. Okay. Mist, ich bin zu weit oben. Ja, warte kurz. Ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Hey, ich hab was. Na, also. Mann, ist das Ding schwer. Was genau wird das denn? Ein Weg. Nach oben, der sogar dein Gewicht aushält. Ah, danke. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Daran können wir hochklettern. Schon unterwegs. Ist das kalt? Hier lang. Verstehe. Echt cool. Danke. Okay, vielleicht keine so gute Idee. Heilige Scheiße. Achtung! Das war unglaublich. Spar dir deine Kraft, okay? Wir sind noch nicht fertig. Ich folge dir schon. Hoffentlich war das kein Fehler. Ah!
der linken Teil ist gebrochen. Du machst echt viele Sachen kaputt. Wie sagst du das? Verlierst du ein paar Finger? Warte, ich helf dir hoch. Komm schon. Wenn du mich nicht hättest, hm? Ich wäre zu Hause mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du? 5? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Naja, schon. Ganz genau. Los. Mensch. Wir nähern uns Rafe. Ich weiß. Sicher. Hoffentlich war's das mit den Idioten. Ja. Hey, Vorsicht. Die könnte nach der Explosion instabil sein. Hey, Sam, hilf mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Kein Problem. Ja, endlich mal. Auf dich stabil? Stabil genug. Hey, sei bei denen super vorsichtig. Oh, Mist! Weißt du noch, super vorsichtig? Danke. Okay, oh, okay, alles gut. Alles gut. Thank you.
Starker, wie sieht's aus? Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lasse für euch das Licht an. Okay, ich melde mich. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, bitte. Wir schauen ein Schweinewagen direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Hier, sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand? Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island-Pirat. Thomas Tu? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Tu starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Tus Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage.